Servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas, ich sitze in der Gondel in Selfhaus. Zweites Video aus dem Bikepark hier. Im ersten Video habt ihr den Frommes Trail gesehen. Ein ganz cooler Enduro Trail, bisschen naturbelassener. Jetzt sitze ich in der Bikepark Gondel und wir schauen uns zusammen die Supernatural an. Ich denke, eine ganz geile Bikepark Enduro Strecke mit ein paar Jumps zwischendrin, aber auch ein paar Sektionen, die denke ich eher naturbelassener sind und ganz flowig. Also würde ich jetzt sagen, auch für Anfänger oder Fortgeschrittene geeignet, um mal ein bisschen technischere Sachen zu fahren. Finde ich ganz cool und ich denke mit dem Enduro cooler als jetzt vielleicht irgendeine Bikepark-Strecke, Anliegerstrecke euch zu zeigen. Deshalb dachte ich, ich nehme euch einfach mit auf die Rote, auf die Supernatural. Die macht mir persönlich nämlich auch ziemlich Bock. Ich habe mein Fiber 29 mit in der Gondel und ja, ich würde sagen, wir checken das einfach ab und sehen uns gleich an der Brücke, weil die geht erst ab da los. Also ihr müsst vom Lift oben bis zu dieser Brücke, die seht ihr dann gleich, erstmal fahren. Irgendeine Strecke könnt ihr euch aussuchen und von da geht dann die Supernatural los, geht bis unten. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich auf dem Trail, weil ich bin gleich oben und habe definitiv genug gelabert. Ich hoffe, euch gefällt das Video wie immer und würde sagen, let's go! So, ich habe beschlossen, ich zeige euch es doch von oben. Wir fahren die rote La Strada erstmal rein hier und dann in die Supernatural. Aber ich dachte, ich zeige euch was von ganz oben. Dann könnt ihr das fahren. Hier hat es ein paar ganz lustige Jumps drin. Unter anderem unten ein bisschen größerer Step-Up, kann man sagen. Und ich dachte, ich zeige euch das einfach. Da fahre ich nicht die Sharkfins, weil einfach so macht mir nicht so viel Spaß. So, immer schön die Windfahne bisschen beachten. Hier hat es mich gestern gut verblasen. Heute geht's klar und macht echt Bock. Und jetzt kommen wir gleich auf die Brücke. Dann geht's rein in die Supernatural. So. Servus. Und hier müsst ihr jetzt abbiegen. Wichtig, nicht die Einfahrt verpassen. Hier geht es nämlich in die Supernatural. Da zum Shortcut. Den fahren wir natürlich nicht. Sondern schön die Kurven hier. Die sind ein bisschen eng. Aber geht schon. Da ziehen wir mal ab. Okay. So, hier vom Holz hoch raus kann man hier schön die Highline durchfahren. Also ihr seht schon, ein paar Kurven, ein paar Jumps und ein paar Wurzeln. Feiere ich ziemlich. Macht ziemlich Bock. So, hier wieder schön Highline. Und auch hier schön die Kurve hoch anfahren. Juhu. Enge Kurve. Und dann kann man direkt hoch. Und wir fahren gleich weiter, weil hier anzuhalten bringt einen immer ein bisschen aus dem Flow. Schön hochspringen. Jetzt hat hier ein paar Doubles, also ein paar Wellen, die man doublen kann. Die Kurve ganz oben anfahren, dann geht es easy. Und ich mach kurz Pause. So, weiter geht's. Auf der Supernatural. Hier kommen jetzt gleich ein paar Jumps. Hier habe ich mich vor 3 Jahren mal mies abgelegt. Grüße gehen raus an Corby und an Niklas. Die waren da dabei. Genau bei den Jumps hier. Das war genau hier. Da war ich in der Regenrinne gelegen. Heute machen wir das nicht. Gar keinen Bock da drauf.
Oh, nächstes Wurzelfeld ganz oben durch. Easy going. Juhu. So, es geht weiter. Hier könnt ihr auch euch nochmal entscheiden, Hillbilt zu fahren. Ist dann schwarz. Da wird es ein bisschen rougher. Wir fahren aber weiter Supernatural. Hier kommt eine eklige Schotterkurve. Nach links springen hier. Da schön außen anspringen die Kurve. Da kann man auch nochmal gappen. Inside, inside. Das hat mir gefallen. Fand ich gut. Aufs Holz. Jetzt geht's raus in den Wald. Und dann müssen wir die Kurve danach hoch anfahren. Und zwar genau die hier. Schön hoch anfahren. Und dann fahrt ihr da ganz smooth durch. Wow. Ja, mein Vorderrad kurz im Urlaub. Ein paar kleine Jumps. Bisschen Uphill. Ganz entspannt. Nächste Welle zum Doublen. Die machen wir nicht. Ich glaube, das ist unflowig. Hochspringen, inside. Und da schön pushen. Dann kann man die abziehen. Und hier noch mal eine zum Springen. Weiter geht's. Supernatural. Kommt ein schnelles Stück mit so ein paar Jumps. Übers Holz. Ganz witzig. Hier kann man über den Baumstumpf inside. Ist aber nicht schneller, deshalb fahre ich so. Die Kurvenkombi ist so geil. Macht so Bock. Kommt das nächste Wurzelfeld hier einfach straight durch. Gebolzt. Kleines Gap hier. Dann hier langsam übers Holzbett. Smooth. Schön außen anfahren, die komischen Steine hier. Geil. Ich würde sagen, fahren einfach straight weiter in den letzten Part von der Supernatural. Alter. Krank. Hier reintreten, dann kann man hier hochspringen und die Kurve einfach oben anfahren. Ha, geil. Macht es Bock. Wild. Nice, Mann. Hier aufpassen. Kleine Kreuzung. Und dann nehmen wir hier noch die Jumps mit. Wunderschöne Sonne jetzt. Bike Rock macht gleich zu. Und ja, dann haben wir es auch schon geschafft. Jetzt sind unten am Lift. Ich hoffe, euch hat der Run gefallen auf der Supernatural. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den Trail auch schon gefahren seid. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein, macht's gut. Tschüss.